Bela B., den kennt man. Otto kennt man wahrscheinlich auch, ist ja klar. Dann gibt es noch Alanis Morissette. Und jetzt die Frage, wer ist eigentlich dieser blonde Typ, der daneben steht? Das ist Andreas Schleicher, Profimusiker aus Remscheid. Mit allen und mit noch viel mehr Kollegen, also Berühmtheiten, stand er auf der Bühne. Nur ihn kennen nur so ein paar Leute, kaum einer. Viel gebucht, wenig bekannt. Er schafft es trotzdem, in Erinnerung zu bleiben. Salala, sulala, sulala. Gut. Soundcheck vor dem Auftritt. Andreas Schleicher will an diesem Nachmittag seine neuen Stücke ausprobieren. Gib das Klavier ein bisschen mehr. Klavier ein bisschen mehr. Also das ist schon so mein Baby, weil es sind halt meine Songs natürlich. Ne? Die Leute, mit denen ich spiele, sind namhafte Musiker, die mit allen möglichen anderen großen Acts auch spielen. Und die müssen einfach auch ihr Geld verdienen. Und mit der eigenen Kunst ist es natürlich immer so eine Sache. Ne? Wenn Andreas Schleicher als Solokünstler auf der Bühne steht, ist es intim, klein. Und es fordert ihn immer wieder heraus. Auf kleinen Bühnen hast du die Leute halt sofort vor dir. Du kannst halt überhaupt nichts verstecken. Auf großen Bühnen musst du halt groß agieren. Also wenn du jetzt vor 1000, 2000 Leuten, dann musst du einfach von der Körperspannung schon ganz anders die Leute abholen. Also das ist der große Unterschied. Heute Heimspiel in Kronenberg. Das ganze Programm von 2 Stunden drauf zu klöppeln, das ist, ja, ist eigentlich nicht so schwer. In den, ich sag mal, Schleicherkonzerten möchte ich genau das machen, was ich selber im Konzert sehen will. Ich möchte berührt werden und ich möchte aber auch lachen. Ich will mal gerne hinterher. Ich habe ja auch eben diese andere Seite mir, die halt Quatsch machen möchte auf der Bühne und extremen Quatsch. Seine Paraderolle, der schöne Andrzej in der Popolski-Show. Auch diese schrägen Klamotten, wenn ich halt irgendwie nackt in einer Badewanne bei der Popolski-Show auf die Bühne geschoben werde, das ist schon schräg auf jeden Fall. Das frage ich mich manchmal selber, was machst du da eigentlich? Aber irgendwie brauche ich das anscheinend. Bin ich geworden. Der Botschafter der Liebe. Wir haben ein Sprichwort in Polen, der sagt Tylko miłość ciało liczy. Was der übersetzt heißt, Liebe ist der einzige, wo zählt. Was wissen die denn schon von dir? Du bist doch völlig anders. Das ist gut. Zu Hause in Remscheid zieht er sich zum Texten und Komponieren in sein Mini-Studio zurück. Hier probiert er auch Ungewöhnliches aus. Das waren gerade die Chöre von meiner Tochter. Ich brauchte ganz hohe Frauenstimmen. Und es war keine Frau hier. Und da habe ich meine Tochter gefragt. Dann hat sie diese schönen Chöre gerade gesungen. So wie niedlich, finde ich. Als Künstler würde ich mir wünschen, noch mehr Konzerte mit meinen eigenen Sachen zu spielen, komplett davon leben zu können. Also auch wirklich die ganzen Arbeiten, die hinter den Kulissen passieren, in andere Hände zu geben, um mich wirklich nur um das Komponieren, ums Arrangieren und das Schreiben zu kümmern. Na? Um seine eigenen Projekte umzusetzen, muss er selbst Geld in die Hand nehmen. Ob es sich rechnet, das weiß er nie. Wie Leben geht, das krieg ich heute nicht. Das ist mein Paddelverein, die WPG, die Wuppertaler Paddlergilde. Hier in Bayernburg nimmt sich Andreas Schleicher regelmäßige Auszeiten, um den Kopf frei zu bekommen und wieder kreativ zu werden. Ich brauche die Natur und das Ruhige, weil es der Kontrast zu meinem Job ist. Weil mein Job ist eher laut, mit vielen Menschen und sehr lebendig. Und ich brauche dann den Ausgleich durch die totale Ruhe. Und mein erster Berufswunsch war tatsächlich Förster. Viele seiner eigenen Songs hatten hier ihren Anfang. Ich will mich verkriechen. Das ist auf jeden Fall hier passiert. Also genau in so einem Moment. Weil man kann sich nicht nur unter einer Bettdecke verkriechen, ich glaube, man kann sich auch alleine mit einem
Kanu auf dem See verkriechen. So. Viel öfter will er kreativ sein, auf der Bühne stehen, mehr ausprobieren. Zeit dafür hätte er, aber... Dass die Leute manchmal denken, boah, der Schleicher, der hat so viel zu tun, den können wir jetzt nicht dafür fragen oder so. Oder es ist nur ein kleines Projekt, der hat bestimmt keine Zeit oder keine Lust. Ne? Und ich liebe die Gegensätze, das war schon immer so. Und als Mensch will ich einfach nur glücklich sein, wie auch immer, ganz einfach. An diesem Abend ist er jedenfalls schon ganz nah dran. Und wenn Sie sich jetzt denken, Mensch, das waren doch Sommerbilder, er war noch paddeln und zwar am 18. Dezember, ich weiß es ganz genau, via Facebook. So, wir sind in der Weihnachts-